Der Landkreis Ludwigsburg hat schon im Jahr 2015 sein Klimaschutzkonzept verabschiedet. Und darin ist festgeschrieben, dass wir für das Jahr 2050 die Klimaneutralität anstreben. Und das bezieht sich auf sämtliche Sektoren, also auch auf den Bereich Wärmewende und Dekarbonisierung unserer Wärmeversorgung. Aus unserer Sicht sind solare, erneuerbare Wärmenetze der Schlüssel zur Wärmewende im Landkreis Ludwigsburg. Durch die hohe Einwohnerzahl und die hohe Siedlungsdichte werden wir strategisch wenige Gebiete haben, die dezentral versorgt werden, und viele Gebiete, die über Wärmenetze künftig versorgt werden müssen. Dabei lassen sich Wärmenetze multivalent betreiben. Ich kann also immer den ökonomisch und ökologisch besten Wärmeerzeuger nutzen. Mithilfe der Fernwärme werden bereits heute große Teile der Stadt mit regenerativen Energien versorgt. Mit der Solarthermieanlage und der Anbindung an das Wärmenetz haben die Stadtwerke einen wichtigen Beitrag geleistet zu diesem Thema. Die Anlage besteht aus 1088 Kollektoren. Sie hat eine Spitzenleistung von 9 Megawatt. Und durch die Anlage und das gesamte Projekt sparen wir 3700 Tonnen CO2 im Jahr ein. Wärmewende findet auf jeden Fall vor Ort statt. Daher ist dieser Sektor bei der Dekarbonisierung des Energiesystems auch derjenige, wo die Kommunen den größten Einfluss haben. Ein erster Schritt kann für die Kommunen sein, die kommunalen Gebäude zu versorgen. Ganz häufig haben Schulen, Rathaus oder Kindergärten noch einen alten Heizkessel, wo ohnehin Investitionen anstehen. Und da kann mit wenig Mehrkosten ein Wärmenetz gebaut werden, aus dem dann anschließend ein großes Netz entstehen kann. Für die großen Kreisstädte wurde die Wärmeplanung ja im letzten Jahr im Klimaschutzgesetz verankert. Für die kleineren Gemeinden ist es notwendig, dass hier Förderprogramme aufgelegt werden, wie das jetzt in Baden-Württemberg ja auch schon geplant ist. Hier ist es wichtig, dass eben kleinere Gemeinden auch zusammenarbeiten, um dann gemarkungsübergreifende Potenziale im Bereich der erneuerbaren Energien auch für die Wärmeversorgung nutzen zu können. Wichtig dazu ist natürlich, die Akteure wieder an einen Tisch zu holen, und dafür müssen entsprechende Fördermittel und Förderprogramme bereitgestellt werden. Mit der kommunalen Wärmeplanung gehen wir in den nächsten Monaten ein strategisches Instrument an. Gemeinsam mit den Stadtwerken untersuchen wir, wie wir die Stadtteile in der Zukunft auf der Basis regenerativen Energien mit Wärme versorgen können. Wir halten dieses Instrument für ganz, ganz wichtig. Wir empfehlen es, allen Kommunen in Deutschland anzugehen. Unser Anliegen ist, Gebäudesanierung und Wärmeversorgung gemeinsam zu denken, also nicht nur auf die Gebäudehülle zu schauen oder nicht nur auf die Wärmeversorgung. Gerade ein erneuerbares, effizientes Wärmeversorgungssystem braucht zwingend auch eine Gebäudesanierung, und damit ist es ganz wichtig, dass wir beides gemeinsam denken. Da bringen wir auch die Akteure zusammen, den klassischen Energieberater und die Stadtwerke und andere Energieversorger.